Begrüßen Sie zum Videoimpuls am 22. Sonntag im Jahreskreis. Bei der Vorbereitung für diesen Videoimpuls fiel mir ein, die Evangelien gibt es auch in leichter Sprache. Das Ziel der leichten Sprache ist Textverständlichkeit durch Einfachheit, klare Gliederung, Prägnanz und kurze Sätze. Das Konzept der leichten Sprache berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung, mit Lernschwierigkeiten, aber auch von Menschen mit Demenz oder von Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen oder lesen können. Ich persönlich finde es interessant, mal einen Bibeltext in der leichten Sprache zu lesen. Das heutige Evangelium nach Markus möchte ich Ihnen in leichter Sprache vorlesen. Jesus erklärt, dass ein gutes Herz wichtiger ist als saubere Hände. Einmal waren Religionsgelehrte bei Jesus. Die Religionsgelehrten passen genau auf, ob Jesus Fehler macht. Einmal sagten die Religionsgelehrten: Endlich haben wir bei Jesus einen Fehler gefunden. Jesus und seine Freunde machen beim Händewaschen einen Fehler. Alle Menschen müssen vor dem Essen die Hände waschen und die Teller und Tassen spülen. Gott will das so. Wir machen das so. Aber Jesus tut das nicht. Und die Freunde von Jesus auch nicht. Jesus sagte zu den Religionsgelehrten: Ihr wisst überhaupt nicht, was Gott wirklich will. Saubere Hände sind gut und saubere Teller und Tassen sind gut. Wenn die Hände trotzdem schmutzig sind oder wenn die Teller und Tassen trotzdem schmutzig sind, ist das für Gott nicht das Wichtigste. Gott möchte viel lieber, dass euer Herz sauber ist. Böse Sachen machen das Herz schmutzig. Zum Beispiel Lügen und Stehlen und Fremdgehen und Betrügen und Ermorden und neidisch sein und böse Gedanken haben. Böse Sachen machen das Herz schmutzig. Böse Sachen im Herzen sind viel schlimmer als schmutzige Hände oder als schmutzige Teller und Tassen. Ihr sollt euer Herz von bösen Sachen sauber halten. Das ist für Gott wichtig. Soweit das Evangelium in leichter Sprache. Im heutigen Evangelium geht es nicht um Hygiene. Jesus sagt, bloß weil sich jemand die Hände vor dem Essen nach Vorschrift wäscht, ist er nicht vor Gott rein. Er sieht auf das Herz, nicht auf schmutzige Hände. Es kommt nicht auf das Äußere an, sondern darauf, was im Menschen drin ist. Dem Äußeren wurde zu allen Zeiten ein hoher Stellenwert eingeräumt, aber das Innere wurde und wird oft vernachlässigt. Unsere Gesetze und Vorschriften sind heute vielleicht Markenklamotten, Haus und Auto oder Ähnliches. Für unser Inneres ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich ab und zu die Frage zu stellen: Wie steht es um meine Gesinnung, um mein Herz? Brennt es für Gott? Bin ich auf der Suche nach dem Leben mit und in Gott? Lasse ich die göttliche Liebe zu, um sie dann an meine Mitmenschen weiterzuschenken? Denken wir also daran, ein gutes Herz ist wichtiger als saubere Hände. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute Woche.